Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen auf Philos TV. Erneut eine Folge bzw. Episode Let's Play Together the Forest. Natürlich wieder mit dabei der Kodiak. Grüße dich. Hallo! Ja, in unserer Ich muss letzten essen. Folge haben wir unsere Base aus Stein soweit aufgebaut. Steht jetzt auch, wie ihr sehen könnt. Kurz danach kam natürlich der Tipp von Lasse. Nochmal danke dafür. Man könnte sich doch einfach eine Steintasche bauen. Dann kann man nämlich wohl 5 Steine mehr im Inventar tragen. Dann hätte man nicht so hin und her rennen müssen. Naja, jetzt wissen wir es. Ich probiere auch mal direkt, ob ich die bauen kann. Naja, du musst dir Seile herstellen mit 7 mal Stoff. Ist natürlich gut, dass ich letztens irgendwann gestorben bin und meinen ganzen Stoff verloren habe. So, brauchen wir denn noch Leder. Leder? Was für Leder? We need some leather. What for leather? I What don't know. I kind of don't have leather? geguckt. I don't have geguckt, Junge. Was hast du gekocht? Ich gucke noch mal, ich gucke noch mal. Wir brauchen, ist glaube ich egal. Ne, warte mal, da sieht es. Steinbeutel braucht Wolfsleder? Keine Ahnung, oder Eberleder? Dann hat sich ja das erledigt. Toll. Wo sind denn Ebers? Was für Evas und wo sollen die? Wo hast du das Ja. gelesen? Ja, du kannst ja, wenn du alles zusammenfügst, also ich kann das Symbol nicht so deuten. Ich bin alt, meine Augen sind nicht mehr besonders gut. Dann klickst du halt drüber und dann, mir fehlt jetzt eigentlich nur noch das Leder und das sieht irgendwie aus, als ob das keine Ahnung, so ein Wildschwein ist oder so. Aber ich habe hier noch nie ein Wildschwein gesehen. Naja, sieht echt aus wie ein Wildschwein. Ich würde sagen, gehe ich heute mal Wildschweine jagen, wa? Ja. Machst du noch die Tür rein? Oh, Fleisch brauchen wir auch mal wieder, wa? Ja, wobei, wir können ja fischen. Hallo. Nimm's. Die Frage ist jetzt, was Hallo? bauen wir hier für eine Tür rein? Ja, wir haben ja nicht viele Möglichkeiten. Ich glaube, du kannst ja nur die doofe Tür reinbauen. Eine Steintür wird nicht funktionieren. So, okay. Ich bin wieder satt und sitt und ja. Dann würde ich noch mal kurz schwimmen gehen. Wand mit Tür. Du bist ein Tier, ey. Er beschwert sich schon wieder. Es schmeckt zum Kotzen. Wo ist denn mein Speer? Wo ist denn mein Speer? Kann ich den noch ausbauen? Der sieht doch kacke aus. Zweimal Tuch, dreimal Dingsbums. Ich brauche auf jeden Fall Man ganz, könnte hier ganz. auch Vogelhäuschen kann man hier bauen. Oha, dein Handy liegt schon mal ein bisschen nah am Mikro, glaube ich. Ja, das wäre sogar mal eine Option. Dann kriegt man vielleicht. Ah, guck mal, da könntest du eventuell Könnte die man vielleicht so Federn drüber Federn kriegen, bekommen. wa? Ja. Wo kann man das denn Ja. hinbauen? Aber das muss Du. man bestimmt in den scheiß Baum bauen, oder? Weil ich kann es jetzt hier nirgendwo. Ich baue das jetzt mal hier an den Baum. Den bitte nicht fällen, okay? Diesen Baum Nein, das nicht werde ich auf gar keinen fällen. Fall vergessen, Floschi. Sehr gut. Dann brauchen wir einen Stamm und 4 Stöcke. Stamm? Können wir vielleicht mal endlich mal mit dem Bogen hier arbeiten, wa? Ich suche mir Boah, jetzt die hier. Vögel in diesem Spiel, die sind aber auch echt grenzwertig dämlich. Wahnsinn. Naja, egal. Haben wir jetzt eigentlich schon das So. Regal komplett voll gemacht? Warte mal kurz hier die Tür Böser rein. Hase. Böser Hase. Ja, ist okay. Habe ich hier noch Okay, es rastet Mehl? kurz ein bisschen aus, also ganz. Gut könnte ich sein. Na, perfekt ist anders, aber. Passt leider nicht ganz rein. Ja. Ist ja sowieso irgendwie ziemlicher Quatsch, dass man da jetzt nur eine Holztür reinbauen kann. Ja. Ich meine, du baust die ganze Mauer aus Stein und das Tor ist trotzdem noch aus Holz. Also irgendwie stupido. Ja, oder kann man
Warte mal, ich mal kurz auf das. Man könnte natürlich eine Doppeltür bauen, eventuell. Also mit so einem kleinen, Flur, sag ich mal. Ja. Natürlich auch. Geh mal kurz hier ein bisschen die Umgebung erkunden. Machen wir das Vielleicht doch finde ich mit ja dem irgendwo ein Flur. kleines Wildschweinchen oder so. Spielen wir mal hier den Obelix-Ding. Aber jetzt erstmal. Ich mache jetzt erstmal das Vogelhäuschen. Mann. Cool, ich habe eine Errungenschaft freigespielt. Pazifist. Also ich krieg so 50 Oh, Körperteile ich habe mich schon wieder auseinandergenommen ein. und du bist Pazifist. Ja, ich bin relativ weit weg Ins mittlerweile. Lager rein. Aber einen kriegst du ja auch, wenn du bist ja ein vorbildlicher Kämpfer. Jetzt gern Bogen und wird in den Kopf schießen. Stimmt, einen Bogen wollte ich mir ja auch schon wieder machen. Aber das ist ja alles. Serial Killer bin ich gerade geworden. Nice. So. Oh, du musst mal zurückkommen, hier sind mehrere. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Aber das dauert einen Moment. Oh nein, dieser Flammenwerfer-Typ ist auch hier. Geh in die Base, geh in die Base. Ich bin in der Base. So. Geh raus aus der Base. Neues Tier entdeckt. Welches Tier denn? Wo denn? Okay. Du kannst sonst in meine Richtung kommen, wenn du es irgendwie schaffst. Oh nein, ich bin ins Feuer gerannt. Mein Gott, ist das dumm. Das ist Feuer, ey. Die rennen aber auch das Feuer, nice. Ja, siehst du, du brauchst gar keine Fallen aufstellen, wir haben Feuer. Los, weg mit dir! Und fort! Gehen fort! Oh, das war hier tief. Oh. Puh. Da wäre der König ja fast nicht mehr in der Lage gewesen, mir hier zu helfen. Aber wenn jetzt gleich alles tot ist, wenn ich da bin, ne, dann kriege ich wohl einen mittelschweren Ausraster. Also zwei von fünf habe ich jetzt. Du bist so ein Killer. Weißt du, ich komme da Danke. jetzt gleich an, greife den ersten an und der haut mich wahrscheinlich direkt K.O. Den hast du jetzt so stinkig gemacht, dass er gleich alle seine Kraft in seinen Schlag setzt und mich dann direkt wegknallt. So, ich sehe dich da unten. Nee, das ist ein anderer Typ. Ich bin gleich da, ich sehe das Lager. Der schreit. Hallo? Wow! Und Ich bin hier gleich wäre da, schon ein verschwinde. Lager gewesen. Versuch wegzukommen, versuch wegzukommen. Ich nehme hier hinten ein, aber hier sind ganz viele noch. Oh. Also ich habe noch einen Strich. Ist hier, da ist noch Medikap. Alter! Es sind so viele! Ich versuche die mal ein bisschen wegzulocken, dass du dir eventuell Medizin nehmen kannst. Hab keine Medizin. Ja, die ist im Schrank. Alter! Mach ihn tot, mach ihn tot! Pass auf! Das wird mein erster Tod, glaube ich. Komm rüber hier, nimm dir Medizin. Geh an den Schrank, geh an den Schrank. Komm, verpisst euch. Verpisst euch! Ja, genau, haut ab! Ich komm da! Alter, ich das Medizin-Ding hier nicht aus dem Schrank. Jetzt. Junge! Alter Schwede! Okay, wir müssen definitiv deine Tür drauf bauen. Pass auf die Schildkrötenpanzer auf. Oh, du haust da voll drauf. Nein. Blöde Kuh. Verbrenne. Und der nächste. Alter, was geht hier ab? So wieder eine Belagerung hier, ey. Oh nein. Tot. Oh, Junge, ey. Komm her, komm her, komm her, komm her. Was? Wo war die denn her? Hä, wieso hab ich ihn nicht getroffen? Ah, da ist ein Loch in der Mauer.
Noch einer, noch einer. Ah, da kommt schon wieder einer mit dicken Händen. Boah. Boah. Alter, ey, das ist doch hier. Alter, da kommen immer mehr, ey. Vor allem das von einem Hellen. Was soll denn das? Na, da sind die Beine K.O. gehauen. Steht noch einer auf? Nein. Was hat der da? Der hat irgendwelche Probleme, den sollen wir helfen. Nice. So. Oh Gott, ey. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Wie das Lager wieder stinken wird, ey. Okay, auf jeden Fall eine Tür. Da muss eine Tür rein. War nur eine Holztür, aber. Reparierst du gerade? Ja. Nice. Passt nicht. Welche Taste kommt man nochmal drücken, um zu sehen, was kaputt ist? Ah, geht gar nicht, wa? Ah, ne, man muss ja. Ja, okay. Ja, alles gut, alles gut. Ich pfeife auch schon wieder aus dem letzten Loch, ey. Wir müssen mal zusehen, dass wir mal irgendwo Medizin herbekommen. Ja. Oder irgendwie herstellen oder so. Ja, ja, genau. Die Pflanzen quasi. Ja, hör auf zu heulen, Junge, ey. Du hast ein bisschen auf die Fresse bekommen. Brauchst du jetzt nicht gleich hier den sterbenden Schwan zu spielen. Ich will auf jeden Fall einen anderen Charakter haben. Der hier ist mir zu pussy. Nee, das war... Was? Das war auf jeden Fall eine schöne Belagerung. Ja. Eine ganz kleine. Ja, gut, schön, dass ihr zugeguckt habt. Die Folge ist dann auch schon wieder vorbei. Ja. Nein, jetzt habe ich Aloe Vera gefressen, ich Idiot. Oh Mann, ey. Ich gehe mal gucken, ob ich hier vielleicht mal irgendwelche Pflanzen... Obwohl, warte, man kann ja ins komische Buch gucken. Vielleicht steht da ja was drin. Wo haben wir es denn? Ich muss erstmal wieder ein Lagerfeuer bauen. Finale, Quests, ja. Überlebt. Hirsch, Tiere, Fischis. Fischis. Was habe ich hier gefunden? Sonnenhut. Okay. Jetzt da rein. Nicht. I. Hast du denn alles repariert? Ich müsste alles repariert haben, ja. Du kannst gerne nochmal ablaufen, aber das müsste eigentlich alles wieder passen. Weil nur eine Seite, die jetzt wirklich krass belagert wurde, die andere ging. Wir müssen jetzt hier nochmal ein paar Fische, ey. Dann müssen wir noch ein bisschen was zu essen. Ja. Das ist kein Speer. Den werde ich auswählen. Was sind denn diese weißen Pflänzchen hier? Kann man die auch essen? Komm. Mit Knallerbsen kann man anscheinend nicht essen, denke ich. Der Vogel ist im Teich gelandet. Ja. Der ist wieder raus. Klingt wie so ein Funkspruch von der NASA. Der Vogel ist im Teich, der Vogel ist im Teich. Also ich muss gestehen, die Pflanzenwelt ist hier nicht besonders üppig. Ja, das also Gute ist, wir haben ziemlich viele... Wieder ein Gegner? Oh.
Ich glaube, ich mache gerne nochmal einen Erkundungsgang Richtung Flugzeug und hole nochmal ein paar Pillen, ey. Wow. Da gehst du nichts ahnend aus der Tür, dann stehen die da. Ich komm, ich komm. Ist nur einer, ist einer mit den Händen auf dem Rücken. Oh, das Geräusch ist irgendwie auch ein bisschen. Da rennt hier immer noch dumm durch die Gegend. Zwei Stück sind draußen auf jeden Fall. Ja. Aber wenn du ready bist, dann komm ich. Ja, kannst rauskommen. Alter, oh, es kann doch nicht wahr sein. Ey, ich geb dem Schlag, der dreht sich um und drückt mir seine scheiß Keule ins Gesicht. Also, dieses Spiel ist nicht so ganz meins, was das Kämpfen angeht. Weißt du was? Ich nutze die Gelegenheit und da das Stuff ja sowieso jetzt hier bei uns in der Base liegt, du kannst meine Tasche da liegen lassen. Verpiss ich mich nämlich. Sonst am Flugzeug. Genau, und nehme gleich die Medikamente mit. Das ist jetzt zwar auch nicht die feine englische Art, aber hey, ganz im Ernst. Wenn man zu spät im Spiel ist, dann muss man das einfach so machen. Komm, so, jetzt wollte ich mal kurz die Fische hier aufhängen. Essen, ich brauche ich. So, was wollen wir jetzt hier? Stöckis? Knochen braucht man auch immer. Aber wir kommen ja auch einfach nicht voran, ne? Ja gut, also ich weiß auch nicht, was das jetzt momentan für ein Zustand ist, aber das ist ja schon doch eine relativ heftige Belagerung gewesen. Vielleicht, also vielleicht muss man noch einfach, wie bei Rust zum Beispiel, mehrere Basen bauen. Ja. So Raid Basen. Also, oh, was ist denn da noch? Haben wir da nicht noch eine Haut? Eine coole? Kann ich da jetzt die Haut nicht mitnehmen? Ach, Hase, ich wollte dich gerade. Hast du nur mein Inventory, wenn ich die Fisch nicht dabei habe? Vielleicht muss man sich auch einfach erstmal alle Items basteln, die man halt irgendwie in irgendeiner Art und Weise kombinieren kann. Also ich denke, das wird tatsächlich irgendwas damit zu tun haben, wie du die Base, so mit hier diesen komischen Totems, wo du da diese Schädel drauf packen kannst und so. Das hatte Lasse ja schon mal irgendwann geschrieben, aber. Ja, stimmt. Oder ich hab's irgendwo, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich irgendwo gelesen. Aber ich glaube, das war beim Bauen. Hier sind wieder welche. Ja, ich bin auf dem Rückweg. Boah, die kloppen hier die Wand ein. Ja, oh, die können da durchschlagen. Ach so, okay, ist klar. gut programmiert der ganze Kerl. Einsammeln. Ich weiß nicht, wie viele hier sind, aber es sind wohl einige. Ja, ich bin auf dem Rückweg. Komm ich nicht raus. Liebe! Die blockieren mir auf die Tür. Die machen das ganz geschickt und jetzt gleich. Komm, ich kann aber dagegen reparieren. Ja, dass man das Geräusch hier so laut hört, ne? Läufst du so gemütlich durch den Wald, denkst da nichts und auf einmal krling. Das Hämmern oder was meinst du? Ja, wenn du was reparierst, dann kommt ja dieses Geräusch, als ob du irgendwie was Besonderes gemacht hättest. Oh la 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 la. Alter, ich bin auf der. Nein! Nein! Oh ey! Was ist? Ich bin am Desktop geflogen und bin hier irgendwie umgeklatscht worden. Wisst was? Umgeklatscht, umgeklatscht. Ich sehe schon. Wieder ein Totenkopf. Ey, das Spiel ist. Also. Ja gut, das war jetzt halt, weil ich auf dem Desktop geswitcht bin. Aber ich wäre wahrscheinlich auch nicht durchgekommen, weil ich auch schon wieder irgendwie 30 Gegner am Arsch hatte. Also, keine Ahnung, was da los ist. Also es ist schon, muss ich sagen, sehr, 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 sehr krass.
nicht. Zieh dich, Gollum, ey. Jo. Sind wir durch das Ding eingegeben. Klar. So. Tja, dann versuchen wir mal nochmal loszulaufen. Hast du denn Medikamente gefunden? Ja, ja, die sind theoretisch jetzt in meinem Inventar. Was? Was denn? Ist jetzt drin. Das ist wahrscheinlich drunter durchgebuddelt oder so. Na klar, der hat irgendwie die Tür aufgekriegt. Die werden cleverer. Auf jeden Fall. Junge, Junge. Das ist mal eine geil programmierte KI, weißt du? Nein, der nächste. Das ist so lächerlich, ey. Du kommst ja auch zu nichts, wenn du den ganzen Tag nur am Kämpfen bist. Wow, Ausweichrolle, Gollum. Nice. Gollum ist auch down. So, jetzt war doch irgendwas von wegen mit. Finde einen Weg in den Kessel, habe ich hier auch als Aufgabe. Ja, ja, du, das ist ja so geil. Du läufst irgendwie durch die Gegend. Ich habe jetzt auch gerade einen neuen Eintrag auf deiner To-Do-Liste hinzugefügt. Und du denkst dir so, ich würde ja ganz gerne mal die bestehende erstmal abarbeiten. Noch ein Eintrag auf meiner, Entschuldigung, To-Do-Liste. So. Habe ich mir erstmal meinen Equip wieder geholt hier. Jetzt stiefel ich mutig weiter. Du bist mein Held vom Erdbeerfeld. Yo. That's true. That's a true story. Oh. Ich höre es hinter mir schon wieder trapsen. Oder bin ich das? Was sich selber erschreckt. Ah! Ah. War da was? Nein, ah! Ah, ah, das ist da. Ah! Er schreit mich an! Ich bin erstmal schwimmen gegangen, weißt du? Ohne Witz, wo sind denn hier die Stöcke da? Okay. Brauch noch mehr Stöcke. Gar nicht hier. Also, ich muss jetzt feststellen, schwimmen können die kleinen Bastarde anscheinend nicht. Also keiner ist mir hinterher gesprungen, als ich ins kühle Nass gejumpt bin. So, jetzt muss ich nur irgendwie den Weg nach oben finden und dann bin ich gleich bei dir. Oben ist ein bisschen kalt. Könntest du da mal das Feuer entzünden eventuell? Oder ist das schon entzündet? Müsste an sein. Nice, dann muss ich. Ich finde hier keine Stöcke, ey. Ja, das ist hier auch ein bisschen Mangelware, muss man sagen. Man könnte eine Stocktasche fertigen, dann könnte man mal ein bisschen weiterlaufen. Aber da brauchst du wahrscheinlich auch wieder so ein ganz edles Fell für. Ein Stock, ey. So, da ist der Tobi Eckbeck. Wenn du Stöcke siehst, findest, mitnehmen, ne? Ja, ja. Ich bin jetzt erstmal wieder in der Base und chill erstmal. Ja. Das ist doch ein gutes Schlusswort für diese Folge. Wir sind nämlich schon wieder am Ende angekommen. Oh nö! Die Belagerung ist überstanden. Goldiak hat es wieder geschafft, zweimal zu sterben. Yo, moin! Ich weiß zwar nicht, wie viel Leben er hat, aber er hat einige. Ja, in diesem Sinne, wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüssi. Ciao.